dachte, es gibt nur zwei davon. Also Zulag 12 sieht sehr fein aus. Machen wir unten rechts oder oben... Ah ne, oben geht nicht. Dann machen wir unten rechts zuerst. Unten rechts und dann oben links und unten links. Ich hatte eigentlich gesagt, ich mache erst oben das in der Mitte, aber das geht ja nicht. So, wo kommen wir denn hier hin? Mhm. Das sieht mir sehr nach... ja, Zeitdruck aus. Oh, ist das das? Ah, oh, das ist eigentlich... eigentlich ist das voll cool. Es ist zwar mega... steht der da drauf? Das ist eigentlich mega nervig. Komm mal her. Ja, sehr gut. Das ist eigentlich mega nervig, aber irgendwie ist das doch spaßig. Ging auch ganz gut. Okay, Moment, jetzt muss ich hier erstmal. Es ist so dumm. Oh, jetzt steht da noch einer. Ja, komm. Super. Ah, das ist so dumm, aber es macht irgendwie so Spaß, ne? Bewegt ihr euch nochmal? Ich finde es ganz gut, dass der Strom nicht unten ist, ey. Ey! So, was nun? Wie geht der erste auf? Hiermit? Also nicht der erste, sondern... ja, es ist lustig. Ja, jetzt seid ihr eingesperrt, ne? Scheiße, ne? Wie krieg ich denn... ist das... muss ich erst... wie krieg ich die denn auf? Ja, ist doch gut. Ach ja, meine Fresse. Ich möchte gerne hier raus. Dankeschön. Wie krieg ich... Ah, so, jetzt ist auf. So. So? Oh, jetzt ist die Tür wieder. Kann ich zufällig im nächsten Screen einfach nach unten gehen? Ja, natürlich. Die lachen sich da kaputt, die Bekloppten. Ja. Da kann ich auch lange... kann ich auch lange da auf den Knöpfchen rumdrücken. So, jetzt gibt's eher erstmal Schlägerei. So. Bleibt doch mal stehen, sonst hau ich euch dreifach. So. Du bist doof. Der ist voll in meine Faust gerannt.
sind beide doof. Okay. So, jetzt steht der eine noch mittendrin. Komm mal raus da. So, zack, aufs Maul. So, jetzt bitte mitkommen, alle. Ja, schon mit auf den Dankeschön. So, müssen wir nach unten? Nee, nach oben. Nee, ich kann, glaube ich, eh nicht bis nach ganz hinten laufen. Acht. Sind das acht? Beziehungsweise, nee, jetzt müssen, glaube ich, noch fünf sein. Ja. Okay. Können wir das dann mit rübernehmen, oder was? Ich düse trotzdem nochmal nach unten und gucke, ob ich bis nach ganz hinten komme. Ich habe da nämlich nicht richtig geguckt, ob da was war. Ja, so schon mal nicht. Hier komme ich schon mal durch. Hier sowieso. Ja, hier kann man auch durch. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das wäre irgendwo verschlossen. Ja, hier ist alles auf. Da kann man auch nicht nach unten. Ja, dann war das alles umsonst. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Weiß man ja vorher nicht, ne? Also es ist halt, es ist schon sehr lange her, dass wir ein Geheimnis gemacht haben. Deswegen will ich da doch auf Nummer sicher gehen. Hier kann ich auch einfach drüber laufen. Ich bin auch ein bisschen blöd, ne? Da, 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 da. So, ab nach oben. Durch die Tür. Mal gucken, wo wir dann hinkommen. Drei Stück fehlen uns auf jeden Fall noch. Das wäre jetzt scheiße, wenn wir die drei nicht mehr holen können. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Ich mache hier mal einen Schnitt. Ich muss mal nachgucken, ob das so richtig ist oder ob die 30 auf die anderen beiden Räume noch beziehen. Weil da stand ja was von 30 und... Okay, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe den Pfad nochmal neu angefangen, weil ich glaube, das war die einzige Möglichkeit, dass ich das Level hier nochmal betreten kann. Bin ich ganz froh drüber, denn ich habe beim Dennis im Let's Play nachgeguckt und der hat diesen Brunnen doch fast auch übersehen. Da ist nämlich ein Brunnen unten und ihr habt euch bestimmt gedacht, nee, bist du behindert, da ist so ein Brunnen. Aber ich habe den vorhin nicht gesehen, nur. Gut. Again. So. Da unten ist ein Brunnen. Total offensichtlich. Ich habe den echt nicht gesehen, ey. So. Dann nochmal die ganze Chose. Ich glaube, ich schneide das einfach für euch raus. Super. Der Wahnsinn. Ich fasse es nicht. So, jetzt sind wir hier wieder am Brunnen. Und da werden wir jetzt mal reinjumpen. Warum geht der nicht? Mann, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, hier hinzulaufen. Wahrscheinlich muss ich erst oben dieses dumme Rad drehen. Es tut mir leid. Dass ich euch das antun muss hier.
Man hört das aber auch nicht, dass irgendein Brunnen aktiviert wird. Das ist doch alles sehr komisch hier. Es steht auf jeden Fall fest, mir fehlen 3 Mudaken. Hier kann man ja einfach so drüber laufen. Dass man so lange in diesem Dreckslevel, beziehungsweise dass ich so lange in diesem Dreckslevel verharre, ne? Ist euch mal aufgefallen? Überall ist dieses Soulstorm-Logo drauf, bis auf der auf dem Fass. Jetzt nicht direkt über mir, sondern da drüber. Das sieht aus wie eine Sicht. Ist das extra so? Oder ist das nur eine Täuschung? Sieht aus wie so. Das sieht, sah ein bisschen aus wie das Gesicht vom Joker. Ah, jetzt ist der Brunnen an. Gut. Ich habe den eben nicht gesehen. Nochmal ein Quick Save. Man weiß ja nicht, was uns hier erwartet. Alles klar. Toll. Hier steht was von Ausgang ohne Rückkehr, bla bla bla. Aber mir fehlen immer noch die 3 Mudaken. Ich gehe jetzt einfach da rein und guck, wo ich rauskomme. Okay. Halt. Noch nicht dahin. Ich möchte erstmal hier oben gucken. Ne, da kann man nicht lang. Konnte ja sein. Da im Hintergrund sieht man übrigens wieder diese komischen Tränen-Dinger, glaube ich. Diese Tränen. Ich weiß nicht mehr, wie die Teile heißen. Tränen-Ex. Irgendwas mit Ex hieß es, glaube ich. Tränen-Extrahierer. Und das sind die 3, die uns fehlen. Jetzt kommt der. Das ist aber blöd. Auf jeden Fall sind da die 3, die uns fehlen. Und auf der nächsten Seite ist auch direkt... Oh Gott. Ist auch direkt wieder so ein Typi, der die von ihren Leiden befreien kann. Muss ich hier etwa noch das passende Timing abwarten? Oh, schöner Bildschirm. Schön im Blitzen. Schön. Ich glaube, ich muss hier das passende Timing irgendwie abwarten. Ich weiß nicht, ob die immer gleich gehen. Ich glaube, die gehen immer gleich. Das ist scheiße. Okay. Nee, psch, ich bin gar nicht hier. Halt die Fresse. Okay.